Panik in Kansas City. Es sollte die große Siegerfeier nach dem Super Bowl werden. 1 Million Menschen, eine riesige Parade für die Kansas City Chiefs. Doch dann fallen plötzlich Schüsse am Bahnhof der Stadt. Polizisten rennen mit gezogenen Waffen zum Bahnhof, während die Menschenmenge in Panik flieht. Videoaufnahmen zeigen die dramatischen Momente kurz darauf. Ersthelfer kümmern sich um Verletzte. Ersten Berichten am Abend zufolge werden 10 Menschen verletzt und einer getötet. I'm angry at what happened today. We had over 800 law enforcement officers, Kansas City and other agencies, at the location to keep everyone safe. This tragedy occurred, even in the presence of uniformed law enforcement officers. Stars wie Travis Kelce und Patrick Mahomes werden laut Daily Mail von der Polizei aus ihrem Bus geholt, als die Schüsse fallen. Nach Angaben der Polizei wurden 2 bewaffnete Männer festgenommen.